Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines dreiteiligen Trainings zu den Saxophon Basics. Du übst und übst und es wird einfach nicht besser. Du spielst diese Stelle vielleicht schon wochenlang, monatelang, vielleicht sogar schon jahrelang und es klappt einfach nie so richtig. Du hast keine Lust mehr, über diese Stelle hinwegzufuschen, wie wir hier in Sachsen sagen, und die mitleidigen oder auch schon genervten Blicke deiner Mitspieler zu ernten. Hast du eine Stelle in einem Stück, die dir gerade unspielbar vorkommt? Kannst du etwas Geduld mitbringen und dich in den nächsten Tagen auf nur wenige Töne fokussieren? Super, dann pass jetzt genau auf und mach mit mir diese Übung in 5 einfachen Schritten. Als allererstes zerlegst du deine Stelle in nur 5 Töne. Ganz egal, welcher Rhythmus, ganz egal, welche aufeinanderfolgenden Töne das sind, ob das große Intervalle sind, ob das kleine Intervalle sind, Tonschritte, Tonsprünge. Du zerlegst deine Stelle in nur 5 Töne. Der zweite Schritt ist, du spielst diese Stelle so langsam wie nötig, damit du sie kontrollieren kannst. Und langsam heißt hier nicht nur ein bisschen langsamer, sondern Zeitlupen langsam. Einer der entscheidenden Schritte dieser Strategie ist, du spielst diese Stelle nicht nur in eine Richtung, sondern du spielst sie in 2 Richtungen, also vor und zurück. Du spielst diese Stelle als Loop, ja, oder als Schleife, nenn es wie du willst. Du spielst diese Stelle vor und zurück und wiederholst das. Langsam. Zeitlupen langsam. Der vierte Schritt sendet immer wieder neue Impulse an dein Gehirn, damit es auch aktiv bei der Sache bleibt. Und zwar veränderst du den Rhythmus. Ja. Erstmal spielst du ja nur ganz normal eine Kette von Tönen hin und her. Und jetzt nimmst du verschiedene Rhythmen mit hinein. Also zum Beispiel mal lang, kurz lang, kurz lang. Oder du drehst das um. Kurz lang, kurz lang. Oder kurz, kurz lang, kurz, kurz lang. Oder lang, kurz, kurz lang, kurz, kurz lang. Ja. Bleib immer ein Stück weit bei einem Rhythmus. Spiele hin und her. Und dann wechsle das. Und immer schön erstmal langsam bleiben, damit du es kontrollieren kannst. Der fünfte Schritt ist, du gehst in deiner Folge von 5 Tönen einfach einen Ton weiter und hängst den nächsten Ton, der in deinem Stück nun kommt, quasi an diese Kette dran. Ja, du gehst einen Ton weiter und hast somit wieder 5 Töne. Und gehst wieder zu Schritt Nummer 1 zurück, fängst langsam an, spielst das Ganze im Loop, ja, spielst vor und zurück, veränderst wieder den Rhythmus, verschiedene Rhythmen und dann gehst du einen Schritt weiter. Ja, wenn du merkst, es funktioniert, dann kannst du natürlich das Tempo auch steigern. Das ist ganz, ganz wichtig. Was die meisten einfach nicht machen, ist wirklich ganz langsam spielen, dass man schwierige Stellen erstmal überhaupt koordinieren kann, also nachvollziehen kann im Kopf und überhaupt erstmal greifen kann. Wichtig dabei ist auch, dass du ganz aktiv greifst, ja, also dass deine Muskulatur, deine Hände diese Töne wirklich aktiv greifen und dass du vollkommen fokussiert bei diesen 5 Tönen bist. Ja. Ich habe am Anfang gesagt, Fokus nur auf wenige Töne, also wirklich 5 Töne und die übst du. Hin und her mit verschiedenen Rhythmen, fängst langsam an, wirst schneller und wanderst, wenn das geht, nur einen Ton weiter. Diese Übestrategie ist mega, mega effektiv, aber der Haken kommt, sie ist ein bisschen mühselig und man muss am Anfang sich wirklich ein bisschen zwingen, wirklich da zu bleiben und nicht sofort schneller zu spielen oder sofort die ganze Stelle spielen zu wollen. Du spielst hier unzählige Wiederholungen. Du wiederholst das immer und immer wieder. Du brennst es regelrecht in dein Gehirn ein. Ja, und dadurch, dass du immer wieder neue Impulse durch verschiedene Rhythmen lieferst, bleibt dein Gehirn auch aktiv bei der Sache. Anders als wenn du 10 Minuten einfach nur dudelst. Übe es erstmal langsam und sende deinem Gehirn immer neue Impulse durch neue kleine rhythmische Veränderungen. Du musst jetzt hier nicht 100 verschiedene Rhythmus-Pattern entwickeln. Wenn du dir ein Arsenal von vielleicht 5 bis 6 aufbaust, dann reicht es zu. Ja? Und die kannst du dann im Wechsel versuchen, auch da anzuwenden. Resultate werden kommen, wenn du langfristig so deine Stellen, deine schweren Stellen übst. Du kannst nicht erwarten, dass das nach einer Übesession oder nach 2 Übesessionen wunderbar schon funktioniert, aber wenn du langfristig, das ist wie mit allem, wenn du langfristig so übst, wenn du dranbleibst, dann wirst du merken, dass deine Resultate kommen. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich dir sagen, dass du Stellen, die du so effektiv geübt hast, nicht mehr so schnell
vergisst. Ja, ich weiß genau, was du jetzt denkst. Naja, das funktioniert bei dem oder vielleicht bei dem und noch bei dem. Aber bei mir wird es nicht funktionieren. Ich ermutige dich, das auszuprobieren und darauf zu vertrauen, ja, dass das funktionieren kann. Es gibt einen schönen Satz von Tony Robbins, Motivationstrainer aus den USA, where focus goes, energy flows. Whatever you're focusing on, grows. Konzentriere dich auf die kleinen Erfolge. Werde beim Üben erwartungslos und gib dich dem Prozess hin. Genieße das Wiederholen dieser Tonverbindung und dudel nicht nur unbewusst vor dich hin. Mein Name ist David Brandt, ich bin Saxophonist. Ich habe 17 Jahre Erfahrung im Unterrichten sämtlicher Altersgruppen, angefangen von Kindergartenkindern bis hin ins hohe Rentenalter. Ich bin 9 Jahre mit dem Signum Saxophonquartett um die Welt getourt, habe internationale Preise gewonnen, war Stipendiat des Deutschen Musikwettbewerbs und möchte diese ganzen Erfahrungen, die ich in dieser Zeit gesammelt habe, mit dir teilen. Ich möchte dir einen einfachen, klaren und effektiven Weg zeigen, wie du dein Spiel auf dem Saxophon massiv voranbringen kannst. Dazu zeige ich dir viele erprobte Strategien und verbinde diese mit neuesten Erkenntnissen aus der Lernforschung. Im letzten Teil meines dreiteiligen Trainings zu den Saxophon Basics möchte ich dir Übestrategien zeigen, die dich wirklich weiterbringen und wachsen lassen. Wie du einen professionellen Sound entwickelst, wie du eine Überroutine entwickelst, zu der du wirklich täglich zurückkehren kannst und wie du endlich das auf dem Saxophon erreichst, was du dir wünschst. Wenn du Kommentare, Fragen oder Anregungen zu diesem Training hast, dann schreib es mir unten drunter in die Kommentare. Ich antworte auf jeden Kommentar. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Üben dieser sogenannten Fünfer-Methode. Sei gespannt aufs letzte Video. Ich benachrichtige dich auf jeden Fall per Mail darüber. Du wirst es also nicht verpassen. Wenn du in der Zwischenzeit schon ein bisschen mehr von mir dir anschauen möchtest, kannst du dich gerne mal auf meinem YouTube-Kanal umschauen. Dort gibt es schon einige Videos zum Thema Saxophon üben, lernen und Saxophon-Mindset. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis bald. Tschüss.